Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit Deutschland. Warum sagt mir keiner, dass ich hier einen Spion habe? Ich würde sagen, wir Maria mag uns ja eh nicht, ne? Dann klauen wir bei Maria ein bisschen Technologie. Die ist, soweit ich weiß, weit vorne mit dabei. Und zwar in... Oh, das höchste Potenzial ist gar nicht in der Hauptstadt, sondern in Cordoba. Nee, in Sevilla. Weil die Bevölkerungsgröße am höchsten ist. Ach, das Potenzial ist nicht bekannt. Hm. Nee, dann geht trotzdem nach Madrid in die Hauptstadt. Freiburg. Wunderschöne Stadt. Müsste, da scheint immer die Sonne, sage ich euch. Und dann zum SC Freiburg ins kleine Schmuckkästchen von Stadion gehen. Pikenier. Wir haben so viele Fernkampfeinheiten, da brauchen wir Pikeniere. Und wir können es auch leisten, wir sind bei minus 9 zufrieden. Denn halt, uiuiui, es ist aber, jetzt habe ich gerade gedacht, das Spiel schmiert mir ab. Ah, aber es liegt daran, dass das Mailprogramm offen ist. Das war doch die ganze Zeit nicht offen. Seltsam. Ich mach's kurz aus. Ich hoffe, das klappt, ohne dass ich hier alles... Und? Ah, sieht gut aus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Kann sein, dass das jetzt zwei Aufnahmen sind. Du bekommst doppelt unwegsam und heilst in Utrecht. Das heißt schon Utrecht, oder? Nicht Utrecht. Sagen wir, selbst in Deutschland sagt man nicht Utrecht. Nicht wahr? Hm. Der Kompositbogenschütze plündert, ist damit gesundet. Und dann kümmern wir uns um dieses Katapult, das Amsterdam niemals erreichen wird, weil es schlecht wäre, wenn es Amsterdam erreichte, weil wir es dann nicht so gut snipen können, wie wir es jetzt können. Yay! Oh, nee, ne? Nun gut, wir sind es ja gewohnt, aber diesmal sind wir vorbereitet und auch overpowered. Du kommst gar nicht an die Front, ist okay, dann warte da. Und ihr beiden habt jetzt eine schöne Zeit auf dem Weg zur Front. Du baust die Straße, das ist klar. Du kommst hier raus, das ist auch klar. Das bedeutet für dich, du kannst hier rein und heilen. Bist du in den Landesgrenzen? Ich sehe das nicht. Ich sehe, ist immer im Ernst. Ja doch, hier sieht man, dass du hier bist. Dann heilen. Sind wir aber mit Genf im Krieg? Nein. Sehr gut. Ja, das dauert echt nicht lang. Mit Amsterdam. Schön, 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 schön. Besser, das läuft besser als erwartet. Ich habe mir erstmal Sorgen gemacht, aber ist alles gut geworden. So, ein Pikenier. Ja. Kann er ruhig probieren, auch nach Amsterdam zu bringen. Schafft er eh nicht. Schafft er nicht. Du heilst, das hast du dir verdient. Schöne Zeit in Afrika. Und jetzt müssen wir uns genau überlegen, wie wir unser Militär hier neu aufstellen. Es wäre schön, wenn die Nahkampfeinheiten vorne wären. Aber dann können wir erstmal diesen Picken hier nicht. Du überlebst das, ne? 50 Trefferpunkte, du überlebst das. Oh, wir können euch zu Armbrustschützen upgraden. Wir können euch zu Armbrustschützen upgraden. Machen wir später. Erstmal versuchen wir alles dran zu setzen, dich hier zu töten. Und da können wir auch nichts dran ändern. Ja, dann müsste die Armee leider so stehen bleiben, wie sie gerade steht. Das kriegen wir sonst nicht hin. Aua. Oh Gott, nee. Jetzt geht da gar nichts. Also wir haben es nicht geschafft. Tausch mal mit ihm die Position, dann bist du in der nächsten Runde schon soweit angreifen zu können. Ja, und ihr macht mal nichts. Viel Erfolg beim Überleben. Ritterlichkeit, Eisenverarbeitung, ja, für Kalender wird es dann doch Zeit. Oh, und vor allem segeln, damit wir mal Schiffe bauen können. Weil wir mal Amsterdam haben, haben wir ja einen Top-Zugang zum Meer. Ja, gut, wenn wir dich verlieren, dann verlieren wir dich. Ist nicht so schlimm. Da haben wir dich gegen was viel Besseres getauscht. Da haben wir noch genügend von. Dich zum Beispiel. Oh, dann kannst du sogar jetzt sogar eingreifen. Und angreifen, genau. Weideland. Pikenier. Hier hin. Du kriegst auch gleich deine Beförderung für Schock. Du kannst aus dem Hinterhalt angreifen. Ah, fast. Will, was machen wir mit dir? Hm. Pass mal auf. Du gehst eins zurück, tötest ihn.
Du gehst 2 vor, bist in Reichweite von Amsterdam. Jemand hätte ich doch schon hier gern hier vorne gesehen. Dann greifst du diese Runde nicht an. Aber du bekommst gegen Fernangriffe. Das heißt für dich, du kannst jetzt vor Amsterdam rumstehen. Das von jeder Seite von dem Fluss umgeben ist, außer hier. Nun denn. Du greifst Amsterdam an. Ja. Bei dir ist das Problem, dass es nichts mehr zu plündern gibt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie dich töten können. Und wenn, dann gehen sie eh nicht auf dich. So, Fernangriff Amsterdam. Du hättest mit ihm tauschen können. Boah, geht hier viel ab. Geht hier viel ab. Nächste große Persönlichkeit geboren. Der, oh, ein großer General. Nice. Ach, der hier wieder warten muss, bis es, ja, okay. Ja, wir hätten euch tauschen sollen. Naja, egal. Der Zug ist abgefahren. Produktion wählen. Armbrustschütze, Hammer. Bald viele Karawanen. Karawanen können wir gut gebrauchen. Oder halt Dinge, die die Unzufriedenheit wegmachen. Hat Amsterdam denn Wunder? Ich glaube nicht. Ihr habt es überlebt. Nice. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir können dich und dich dann upgraden. Wir haben das Gold. Wir haben die Technologie. Da spricht nichts dagegen. Yep. Nach vorne. Lass mich überlegen. Okay, erstmal ihr angreifen, das ist klar. Das steht außer Frage. Yep, yep. Du auch. Ja, da müssen wir gar nicht überlegen. Dann. Warte. Du kannst eins zur Seite und nicht angreifen. Dann könntest du und. Na, egal wie, ist blöd. Dann lass es doch. Dann lass es doch. Wir können jetzt hier euch alle aufrollen lassen. Aber das würde dann nur eine Runde kosten. Und ich glaube, dass wir Amsterdam auch so besiegen können. Oh, das wird sehr teuer. Da wartest du noch. Dann kommst du hier mit vor. Der große General ist auch am Start. Zwar nicht geschützt. Ah doch, geh mal hier zur Sicherheit zum großen General. Das heißt, du kannst nicht angreifen diese Runde. Wir haben Utrecht mit unserem Reich verbunden. Amsterdam wird das auch sein bald. Und ja. Gibt es Aufgaben für dich? Ja, ja. Reparier hier mal das Zeug, was wir zerstört haben. Als Kriegsbeute. Segeln eine Runde. Die nehmen wir noch mit. Das fühlt sich gut an, was zu entdecken. Vor allem, wenn es so eine Runde dauert. Das überleben wir. Das kann ich jetzt schon sagen. Jawohl. Wir wurden denunziert, das passiert schon mal. Karthago. Aber was soll's, die sind weit weg. Dafür haben wir bald alle europäischen Hauptstädte eingenommen. So, schön dein Bonus gegen Städte. Der gefällt, der macht Spaß. Der rockt, genauso wie das hier rockt. Und das war's dann für Amsterdam. Meine Damen und Herren, viel Spaß. Mit dem Vergnügung, mit der Vergnügungshauptstadt Europas. Marionette erstellen. Minus 15. Jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, bei minus 20 oder so lange minus 10 gibt es Aufständische, ne? Es kann zu Aufständen kommen und rebellische Barbareneinheiten erscheinen in eurem Territorium. Dies geschieht alle paar Runden, bis ihr die Lage verbessert habt. Okay. Schauen wir mal. Luxusressourcen. Keiner, das gibt's doch nicht. Dann gib mir Geld. Handel. Luxusgüter. Wir haben keine überschüssigen Luxusgüter. Güter. Pferde. Sieht gut aus. 6 Gold pro Runde, 27 Gold. Jupp. Und ja, Verteidigungsbündnis, Forschungsabkommen können wir jetzt nicht gebrauchen. Mit 400 Gold gibt es noch was wir verkaufen können. An, zum Beispiel, Sejong ist schon sehr reich. Attila hat viel Geld auf Tash, aber mit ihm sind wir nicht befreundet. Dann lassen wir das mal. Es gibt keinen, der... Wenn wir mit Ille Iffe verbündet wären, ist haben die Salz 1, Trüffel. Trüffel haben wir auch. Edelsteine, Elfenbein, Salz. Färbemittel. Mbasa Kongo wäre nicht verkehrt. Sie belohnen den Spieler, der ein nahegelegenes Barbarenlager zerstört.
Sie wollen, dass er barbarische Einheiten zerstört. Nun denn, wir bräuchten 1000 Gold. Sind wir denn an 1000 Gold kommen? Das ist ja rein, das ist gar nicht möglich. Isabella, mit euch sind wir ja auch noch im Krieg. Stimmt, auf Wiedersehen. Das sind römische Karawanen, die können wir nicht plündern. Ja, ich würde sagen, Amsterdam, aber habt ihr denn keine Wunder? Das Mausoleum bringt stets Gold, wenn eine große Persönlichkeit verbraucht wird. Jede Quelle von Marmor und Stein bringt Gold. Wir haben eine große Persönlichkeit, aber die kann keine Wunder bauen. Zumindest keine Weltwunder, wenn dann nur nationale Wunder. Wie sieht's denn aus? Segeln ist beendet. Lass uns doch mal was erforschen, was uns ein Wunder bringt. Orakel ist weg, staatliche Hochschule wäre interessant, aber da dauert es viel zu lange, bis wir die bauen können. Ja, Eisenverarbeitung, Metallguss halt, ne? Oder Ritterlichkeit. Alhambra? Ist Alhambra schon gebaut worden? Alle neu ausgebildeten Nicht-Lufteinheiten in dieser Stadt erhalten die Beförderung Trill. Die Kampfstärke in unwegsamen Gelände verbessert, bringt eine kostenlose Burg in der Stadt, steigert die Kulturproduktion erheblich. Ha, das wäre doch was, Alhambra. Bringt zwar keine Zufriedenheit. Ach, Kultur! Genau, wie wär's denn mit... Gibt nichts, was uns auf Anhieb das bringt, ne? Außer... Auch nicht Tradition. Rationalismus ist kein Wirtschaft, ist Gold, Ästhetik, ist... Da muss es doch Dinge geben, die zu Zufriedenheit führen. Bloß eine Zufriedenheit für jeden Hafen, nee. Rationalismus auch nicht. Was hier? Wachstum auch nicht. Wenn, dann die Kriegerkaste. Aber da müssen wir unser Militär in den Städten halten. Das ist auch keine Option. Glauben, es gibt keine mehr, was uns wirklich richtig viel Zufriedenheit bringt. Es gibt keine mehr, was uns richtig viel Zufriedenheit bringt. Wir können... Nee, ich habe gerade überlegt, mit unserem Geld ja für 240 Luxusgüter kaufen von den anderen. Aber sie haben ja keine Überschüssigen, die sie uns abgeben würden. Gibt es denn Stadtstaaten? Es gibt ja kaum Stadtstaaten. Deren Aufgaben wir erledigen könnten. Hier, Sidon. Barbarenlager. Ist alles so weit weg. Wir haben hier zu viel zu tun. Und Luxusressourcen. Rotterdam. Bringt Zitrusfrüchte und Marmor. Wir erobern Rotterdam. Dann ist... die Frage auch geklärt. Yep. Ist das ein Prophet? Er ist ein großer Prophet. Ah, den nehmen wir. Zack. Jetzt ist es unser großer Prophet. Ha! Schönen Propheten hast du da. Bam! Jetzt ist es unser Prophet. Nicht du. Du kommst mal... Wie? Achso, okay. Ist hier... Hier ist eine Straße. Sehr gut, die wird nur euch angezeigt. Der große General bleibt auch hier. Wenn Rotterdam Spirenze macht, können wir uns überlegen, da eine offensive Zitadelle zu bauen. Aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Du wartest hier, damit du nicht angegriffen werden kannst. Du kommst nur bis hierhin, weiter nicht. Du gehst hier auf den bewaldeten Hügel und wartest weitere Befehle ab. Upgraden wäre eine Möglichkeit. Machen wir auch irgendwann. Aber heile erstmal. Dann Francisco Pizarro wartet auch. Wir kriegen das hier nicht weg. Okay, dann geh halt hier hin. Nächste Runde. An Abwachung, wo mach mir Gustav Adolf offene Grenzen boten, ist beendet. Aha. Irgendwie hat uns Gustav Gold gegeben. Ich weiß nicht für was. Stadtverbindungen. Ja, sehr gut. Rom und Russland haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Karthago hat uns öffentlich denunziert. Nun gut. Mit wem sind wir eigentlich schon im Krieg? Immer noch mit Isabella, nicht wahr? Den Krieg können wir mal beenden, wenn sie will. Saludos. Ich gehe nicht davon aus, dass es uns was gibt, ne? Nee, vorschlagen, ja. Nun gut, weißer Friede ist gut für uns und Rotterdam wird auch uns gehören. Da kann keiner was dagegen machen. Wir aktualisieren noch unsere Kompositbogenschützen zu Dingenskämpfern. Armbrustschützen, genau. Geländefeld kaufen 65. Nee.
Achso, wie sieht es denn aus hier mit weiteren Luxusressourcen? Noch mehr Seide. Wir haben schon so viel Seide. Das kriegen wir gar nicht unter die Leute gebracht. Ah, schade. Vielleicht ist nebendran ja noch eine Luxusressource, die wir noch nicht haben. Oder eine? Anukrashantibel. Forschungsabkommen. Tut mir leid. Wir brauchen das Geld für Militär. Ich gehe nicht davon aus, dass hier oben noch irgendwelche Barbaren rumlungern. Nee. Mehr Seide. Seide. Kupfer. Bauernhof geplündert. Machen wir hier noch einen Bauernhof. Der gefällt mir besser hier. Yep. Gold plus 4, sehr gut. Geh hier in den Wald. Und wir sehen, wir haben jetzt mit keinerlei Widerstand zu rechnen. Sehr gut. Dann kannst du hier schon mal hin und anfangen, die Stadt zu bombardieren. Dann, bevor ihr losgeht, würde ich euch gern upgraden. Aber dann versperrt ihr den Weg für die anderen Einheiten hier. Ja, das wollen wir ja nicht. Das will ja keiner. Deswegen geh hier hin und lass dich hier upgraden. Du kannst noch eins weiter vor. Das ist sehr schön. Du auch. Trippier. Du wartest in der Stadt, bis du wieder gesund bist. Ja. Gehe diesen Straßenweg, der zwar lang ist. Der große Prophet gibt die Stärke der religiösen Einheiten ab. Aber dann ist das ja... Da muss doch hier stehen... Protestantismus, genau. Das ist uns völlig egal. Was machen wir mit dem? Können wir den verkaufen? Können wir den Genf schenken? Ich weiß nicht. Lass ihn uns in unsere Reihen gehen und ihn dann auflösen. Das ist das Humanste, was wir machen können. Anstatt ihn hinzurichten. So, du wirst auch abgegradet. Du auch. Jupp. Und dann sind wir aber sowas von stark. Schaffst du es hier hin? Ja, schaffst du. Sehr schön. Nächste Runde. Hat. Nun gut, wir werden denunziert. Ja, das ist klar, dass wir von allen denunziert werden. Friedensvertrag, das wird nicht passieren. Was hast du denn vor? Wir werden Nathaniel Hawthorne einnehmen. Nehmen und dann ist alles gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Rotterdam, um die Zufriedenheit hochzubekommen. Dazu kannst du hier an der Stadt vorbeilaufen, um Platz zu machen für Einheiten wie dich. Oh, warte. Geh nach vorne, dann kannst du nämlich hier hin. Ah, na gut, aber dann steht ihr beiden schon mal richtig, um in der nächsten Runde anzugreifen. An- und einzugreifen und ihr sowieso hierhin und bist du gesund genug? Du bist gesund genug, um diesen Krieg zu schlagen. So, das sind unsere Grenzen. Ja, dann schauen wir mal. Bring nur Gold. Ja, wir werden nicht den Protestantismus verbreiten. Ja. Den Gefallen tun wir ihnen nicht. Geh zurück, erhol dich. Nach vorne. Du kommst hier mit. Nächste Runde. Und dann ist auch das ein sehr kurzer Prozess mit Rotterdam. Den sie verlieren werden. Dänemark und die Niederlande sind jetzt Freunde. Ganz verzweifelt. Ich höre die Klagen eures Volkes. Ja, ja. Bis nach Karthago reichen die Klagen unseres Volkes. Das passiert schon mal. Oh, und Genf ist ganz böse auf uns. Sehr gut. Wir haben ganz unglaublich viele Einheiten bei ihnen rumstehen. Was? Warte mal, was ist das? Oh, ich glaube, die ersten Aufständigen sind da, ne? Ja, hier oben sind sie. Nun denn. Aber was soll schon passieren? Produktion wählen. Ja, wir werden jetzt wohl Kolosseen und Zirkusse bauen müssen. Das werden wir auch machen. Und mit dem Geld können wir hier oben zur Seite. Aber wie gesagt, die Seite bringt uns ja jetzt erstmal nichts. Kannst du ja Spaß an? Nee, danke, hier hin. Ich glaube, wir müssen die ein oder andere Einheit tatsächlich hier wieder zurückziehen. Aber das ist okay. Wir brauchen ja gar nicht so viel, um Rotterdam einzunehmen. Die Karawane wartet. Kostet zwar Geld, sie warten zu lassen. Aber ist auf jeden Fall die bessere Idee, als sie jetzt loszuschicken und in ihr Verderben rennen zu lassen, höchstwahrscheinlich. Du gehst hier rüber, um Platz zu machen. Ihr beiden steht richtig, um schon mal anzugreifen.
Dieses Katapult hätte ich auch gerne vorher gesehen. Geht aber natürlich nicht so einfach. Okay. Ja, so viele Einheiten brauchen wir gar nicht. Komm du nur mit vor. Du machst nichts. Ja, dir schon noch, oder? Hm, weiß nicht. Du greifst auch an. Du auch. Das war's dann. Dann schauen wir mal. Ne? Du kommst hier mit vor. Ob wir dich überhaupt noch brauchen. Und dann ziehen wir euch zurück. Dann gehst du nach Amsterdam und du gehst nach Freiburg. Das passt. In Utrecht steht jemand. Ja, wer weiß, ob die Russen uns nicht demnächst den Krieg erklären oder die Niederlande. Dann ist es gut, wenn wir da Verteidigung im Landesinneren haben. Dänemark und Niederlande haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Das ist schön für die beiden. Aber was für uns schöner ist, wären Kolosseen. Und die bauen wir jetzt. Wir haben so viel Militär, da können wir uns das ruhig leisten. Jetzt mal eine Runde Zirkus und Kolosseum zu bauen, damit das hier eben nicht mehr passiert. Ich gehe mal davon aus, dass ja auch die Sägewerke plündern werden. What? Warum bist du denn hier raus? Mit der Karawane oder was? Mach doch sowas nicht. Wenigstens ist er hier runter, nicht da hoch. Ah, ich habe gar nicht geguckt, wie es ausgeht. Ja, aber was soll Rotterdam machen? Die haben ja keine Einheiten mehr. Was soll Rotterdam denn machen? Sie haben ja gar keine Einheiten mehr. Denn Rotterdam ist tot, 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 tot. Bis hierhin. Ja, erst die Fernkampfeinheit, dann die Nahkampfeinheit. Lasst euch das gesagt sein. Hier, machen wir zu. Und angreifen. Ja, keine Beförderung. Keine Beförderung, okay. Kriegen wir das diese Runde? Das kriegen wir diese Runde schon hin. Ja, klar. Dann nicht du, dann gehst du aus Genf raus. Dann geben wir dir noch die Möglichkeit, dich zu profilieren. Mit ein, zwei brennenden Pfeilen. Und reicht das für dich? Das reicht für dich. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall Luxusgüter und die müssten das ausgleichen. Seid verflucht! Mein Gott, wees mein Ziel gnadig. Mein Gott, heb mededoog mit dit... Mein arme Volk. Ich hatte gehofft, mein Volk vom Jauch durch Fremde zu befreien und jetzt wird es weiterhin unter eurem Leiden. Tja, wäre mal nicht so fremdenfeindlich gewesen. Ja, da wäre er jetzt nicht so geknickt dagestanden. Ich habe das noch nie gesehen, dass er wirklich so traurig dasteht. Ich glaube, ich habe die Niederlande noch niemals komplett zerstört. Und wir werden eine Marionette erstellen. Immer noch minus 13. Ai, ai, ai. Nun gut, aber wir können Zitrusfrüchte tauschen. Gibt es jemanden, der die mag? Zucker! Yeah! Oh, Zucker wird den Tag retten. Salz. What? Ah, immer noch nicht. Doch. Wenn wir jetzt den Zucker nicht bekommen, ich kaufe ihn dir auch gerne ab für gut Geld. Nicht, dass da jemand anders kommt. Wir haben nur ein Gold pro Runde. Oh. Wie wär's mit einer Freundschaftserklärung? Er ist neutral. Schamane. Ich muss ablehnen. Ja klar, wir kennen uns ja kaum. Ja, warte. Okay, wir müssen eine Runde warten anscheinend. Oder halt bis Rotterdam befriedet ist und sich nicht mehr Widerstand befindet. Das kann auch sein. Wir haben Riga nicht gründen sollen. Oder? Doch. Mehr ist besser. Riga wächst so gar nicht mehr. Naja, okay. Hier ist alles bebaut. Unglaublich. Du kommst hier ja nicht. Ah, du kannst. Soll man dich entdecken lassen? Mach das mal. Kannst du das? Ewi entdecken? Nee. Mach's trotzdem. Die Karawane. Warte noch. Du auch. Bis die Aufständigen weg sind. Wir sind mit Isabella immer noch im Krieg, wenn ich das richtig sehe. Nein, mit ihr haben wir schon lange Frieden geschlossen und sie ist freundlich plötzlich. Saludos. Saludos. Botschaft annehmen. Wie wär's damit? Yeah, offene Grenzen. Macht sie. Soll mir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen? Sie muss ablehnen. Na gut, dafür ist es noch zu früh, aber da geht was mit Isa. Ah, hier, Zitronen. Da schau her, was gibst du mir dafür? Eisen. Nee, gib mir Geld. 7 Gold. Wir haben die Zitronen doch schon. Das bedeutet, wir können es nur nicht tauschen, weil er auch Zitronen hat, höchstwahrscheinlich. 5 Gold. Sehr schön.
Wie sag mal, 4 Zitronen? Ich sehe hier nur 3. Vielleicht ihr drüben. Oh, wir könnten London gründen. Das wäre eine Idee, aber dazu müssen wir erstmal wassern können. Ja, sehr schön, ja, sehr schön. Das Bündnis ist jetzt zwar bei dem... Dido hasst uns aber. Sie wird auf keinen Fall ihr Elfenbein. Nee, beim besten Willen nicht. Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Unsere Grenzen sind für sie offen. Das ist gut. Wie wär's denn mit Kupfer? 5 Gold pro Runde. Gehört's dir. Sehr schön. Bene. Sejong, du hast Gold. Und bestimmt keine Zitronen. Hast du nicht. Weiß ich doch. Hajo. Siebe Gold pro Rund. Ah, du sagst nicht neu, geht. So. Wir haben noch mehr Zitronen. Wir haben noch mehr Zitronen, die wir unter die Leute bringen können. Zum Beispiel an Attila. Attila hat 1054 Gold. Und ist freundlich. Da kriegen wir einen guten Preis für. Warte, lass uns erst Botschaften auf eine Grenze, was verlangt er dafür? 2 Eisen pro Runde. Ich überlege gerade, können wir es gebrauchen? Nee, ich glaube, wir brauchen unser Eisen selbst. Wir haben vor allem nur 2 Eisen. Botschaft annehmen. 1 Gold pro Runde, das ist akzeptabel. Offene Grenzen braucht man nicht. Zitronen, 6 Gold pro Runde. Und super, super. So haben wir jetzt keine finanziellen Sorgen mehr. Für die nächsten 30 Runden. Und du kannst immer noch was bauen. Haben wir überall eine Straße? Ja, wir haben überall eine Straße. Hier ist auch eine Straße, auch wenn man die nicht sieht, weil ein Krug dazwischen ist. Krug, das ist die Spezialfeldbewirtschaftung der Niederländer. Die können nur die Niederländer bauen. Und sie bringt 4 Nahrung. Und da wir es jetzt auch haben, kann nur an Zümpfen gebaut werden anscheinend, da wir es jetzt auch haben, können wir die auch benutzen. Ja. So, ich hab gar keine Aufgaben mehr für euch. Doch, du kannst hier den Bauernhof reparieren. Geh mal hier hoch und schau dir die Welt an. Der große General bleibt in Rotterdam. Ja, wohin jetzt mit euch? Wir könnten euch jetzt überall auf der Welt verbreiten. Geh erstmal raus aus Genf. Ja, Genf kann es eh schon nicht leiden. Und rüsch hier hin, rüsch hier aufs Marmor, ja, damit wir klarstellen, dass das uns gehört. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn wir uns diesen Aufständigen hier kurz noch entledigen und dann mal schauen, was wir so machen. Ja, mit unserem immer größer werdenden Weltreich. Kopenhagen ist halt ein dankbares Ziel. Da sind wir schnell, da können wir hier die Katapulte aufbauen. 2 Stück. Hier, der hat ja nicht viel, ne? Dann ist das gleich weg vom Fenster. Schweden wird dann zwar nervös werden, das können sie aber ruhig, weil wir dann, sobald wir Schiffe bauen können, das dann auch machen und Schweden einnehmen, Stockholm einnehmen. Isabella wird natürlich auch zu einer großen Gefahr. Oh, sie hat schon die Konquistadoren. Das sind ihre Spezialeinheiten, die, glaube ich, die Lanciers, wenn mich nicht alles täuscht, ersetzen und damit ist sie uns militärisch stark überlegen. Wenn wir mal in der Demografie schauen, dann werden wir sehen, dass wir... Ah ne, Soldaten. Sind wir auf Platz 2. Und wir sind auf Platz 1, was das Land angeht. Und das Bruttosozialprodukt. Wow. Und der Ernteertrag. Wir rocken das. Außer Zustimmung und Alphabetisierung. Aber man kann nicht alles haben, ne? Nur Attila ist größer. Aber wie? 83.000 Leute. Letzter Platz. Portugal. Ja, Portugal wird noch irgendwo eine kleine Stadt haben, die nicht ihre Hauptstadt ist. Von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Wir werden überall, wo wir können, natürlich dann noch unsere Zufriedenheitsgebäude bauen. Schauen, dass wir die eine oder andere Hauptstadt auch mal von der Marionette zu einer annektierten Stadt machen. Salzburg steht noch zur Verfügung. Ah, hier ist das Kupfer. Um Salz zu bekommen, macht uns auch glücklich. Graz ist uns dann egal. Das können Sie ruhig behalten. Moskau, Jekaterinburg. Ich denke mal, das heißt, kommt von Jekaterina. Jekaterinburg, Moskau. Ich weiß, hier ist zwar die große Mauer, ja, aber die brauchen wir, die können wir ignorieren, wenn wir unsere Katapulte hier und hier aufstellen. Na, ja, geht das hier? Nee, geht hier nicht. Dann nur hier und hier, auch hier nicht. Nur hier. Und hier. Hier geht. Okay.
Aber dann müssen wir von oh Gott. Ich plane schon wieder viel zu weit. Ich frage mich, ob Attila hier komplett Asien erobert hat. Da sollten wir mal irgendwann eine Einheit hinschicken, um das zu erforschen. Und nicht Bauarbeiter. Haha. Mia Marmor steigert Produktion der Wunder von Antike und Klassik. Das ist vorbei. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. Wir sind sanft mit Genf eingedrungen. Ja. Und die mögen uns aber. Die sind zornig. Naja. Und mit Österreich immer noch verbündet. Okay. Dann wissen wir ja, mit was wir es zu tun haben. Ja, und England. Mit denen können wir auch noch was machen, ne? Ja, London gründen. Ich gehe davon aus, dass es hier bestimmt ganz viele tolle. Ganz viele tolle Luxusressourcen gibt. Wir schwenken von der Ritterlichkeit zur Optik um, um das schnellstmöglich rauszufinden. So, und jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde gespielt, aber war auch eine tolle halbe Stunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.